Hallo und herzlich willkommen hier zu Sea of Thieves, meine lieben Freunde, die Rum-Geschichten-Arbeitstitel. Und an meiner Seite sind natürlich der liebe Mene, hi. Moin, moin. Und der Zwiebelpeter, arr, die alte Landratte ist ab dabei. Hallo zusammen. Jo, ho, ho. Moin, ja Leute, schön, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, hier aufzunehmen, oder? Neues Jahr. Frohes Neues. Genau, auf jeden. Mensch, das war ja, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Es ist ich ewig glaube, im August oder so. Es ist schon einige Monate ist das her. Sehr lange her, ja. Die Leute brauchen Content. Corona gab es schon, aber gibt es immer noch. Es gab schon Corona, aber wir wurden tatsächlich schmerzhaft vermisst von dem einen oder anderen. Durchaus. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, Leute, wir haben ein neues Spiel für euch. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt mal zu den Roots, back to the Roots, was das auch immer heißen soll. Also bei mir ist es zumindest so, weil ich ja mit Monkey Island angefangen habe. Zurück zu den Piraten, Leute. Und das machen wir alle zusammen und wir kennen das Spiel nicht. Also ich glaube, Zwiebel kennt es ein bisschen. Naja, so minimal. Ich habe vor gefühlt 100 Jahren mal reingeguckt, wo noch wenig Content war, wo es aber gerade so ganz doll gehypt wurde von allen möglichen. Und ja, es hat länger gedauert, viele Updates sind gekommen, viel Content ist dazugekommen und jetzt, naja, jetzt erfährt es endlich die Aufmerksamkeit durch uns, die es schon lange verdient hat und ich freue mich drauf. Ja, es hat sich durchgesetzt gegen so Renner wie eine zweite Session Seven Ways to Die oder was hat man noch zur Auswahl? Die 100. Variante von Minecraft. Genau. Rust war ein Thema, aber Rust ist ja jetzt gerade aktuell sehr negativ belastet wieder, ne, mit irgendeinem sexuellen Belästigungsskandal und Runterspielerei. Ach so? Ja, ja, ganz schön. Ich hab nichts mitgekriegt, aber okay. Du bist ja auch gerade nicht auf Twitter. Nee. Wenn die Leute hier mal einmal reingucken würden bei uns, dann wäre ein Skandal bis oben hin. Hier wird ja alles rausgepackt hier bei uns. Komplett, hier kommt alles auf den Tisch, was da nicht hingehört. Ja. Richtig. Leute. Ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und gehen jetzt mal aufs Spielen, oder? Ja. Oh, fackeln. Das ist der Piratenscherz. Auf geht's, die Meere absuchen. Wir sind gespannt. Also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich war nicht mal in-game. Ich gehe blind in das ganze Spiel. Ja, also wir werden sehen. Also es gibt ein Schiff. Wir wissen es gibt auch noch nicht, wie wir aussehen. Mal gucken, ob wir alle wieder Mexikaner sind, wie bei Seven Days to Die. Stimmt. Ja. Diesmal konnte man ja immerhin einen Avatar auswählen. Ich glaube, hör ich dich doppelt irgendwie. Und das ist bei mir schon so lange her, dass ich gar nicht weiß mehr, wie ich aussehe. Also von daher bin ich gespannt bei euch in der Aufnahme. Umsegelt die Weltmeere mit allen Schiffen. Jetzt höre ich dich auch doppelt. Jetzt höre ich dich auch doppelt. Super. Okay. Das glaube ich, schreiben wir uns im Game. So, erstmal die Einstellungen, Audio. So, noch irgendwo kann man doch hier bestimmt. Manchmal machen wir Push to Talk. So. Hört ihr mich denn auch doppelt? Hört ihr mich noch doppelt oder bin ich jetzt ein? Und jetzt hört ihr mich jetzt doppelt? Jetzt hören wir dich doppelt. Jetzt hören wir hört ihr mich noch? Nee, nur noch einfach. Okay, das ist nämlich dann der Ingame-Chat dann, ja. So, ja. Jetzt bist du auch. Sorry, Leute. Ja. Ich habe Push-to-Talk angeschaltet, aber keine Ahnung, welche Taste ich drücken müsste. Das heißt, wenn man mich mal doppelt hört, habe ich die falsche Taste gedrückt. Also es ist eigentlich standardmäßig redet immer bei euch jemand? Weil sonst könnt ihr mal zuhören kurz. Ja. Ach so, ja, hier redet einer die ganze Zeit. Oh, bist du? Wer ist der Dicke? Bewegt euch mal auseinander. Really? Ah, okay. Tatsächlich, ihr seid beide die Dicken. Oh, Zwiebel, alter Falter, ey. Was denn? Aber die ihr seid, die hatte ich nicht zur Auswahl, ne? Nee? Okay. Nee? Ich hatte nicht so einen dünnen. Also, du bist doch hier. Ich hatte nur dicke. Du bist vielleicht doch der ich hatte nur so dünne. Ich hatte nur so dünne alte. Komm mal her. Ins Licht, Mene. Ins Licht. Du bist ja ein richtiger Galeerensklave, ey. Also den Zwiebel müssen wir auf dem Boot immer, wo wir hinwollen. Da stellt er sich hin. Echt? Wenn wir lenken wollen, Zwiebel gehen mal Backbord, Zwiebel gehen mal Steuerbord. Wer bin ich denn? Bin ich so ein Dicker mit so Kohlköpfen, also mit so einem Kohlgemüse also, auf Kopf? Also guck dir mal einen Brilli an und dann nochmal ein bisschen dicker mit mehr Haaren. Geil. Also habe ich so Sie als die Figur vom Drachenlord. Ah, okay. Nice. Du hast ein Dreifachkinn? Ja, kann man haben. Also nicht nur ein Doppelkinn. Vor allen Dingen hast du einen Zettel in der Hand. Was steht denn da drauf? Warum habe ich keinen Zettel in der Hand? Durch mit dem Goldsammler im Zelt, um eine Seefahrt zu kaufen, steht hier. Genau, ich also hier steht ein Geschenk für dich. Das Fest der Gaben ist da und es gibt ein Geschenk mit deinem Namen drauf. Such mich bei der Taverne. Ja. So, gibt's ja nicht Friendly Fire?
Nee, ich habe gerade Mähne versucht aufzuschlitzen. Geht okay. nicht. Das ist ja schon mal gut noch gar keine Waffe. Au! Das war, so. War ich das? Nee, das nee. War ich. Ey! Und haben wir jetzt ein Ziel? Okay. Ja, wir müssen sprich mit dem Goldsammler im Zelt. Ja, ihr könnt aber auch erstmal ganz entspannt hier mit Tascha reden. Ja, mit Tascha reden. Genau. Krug auffüllen, Krog wäre jetzt das Richtige. Wollen wir einen trinken? Ja, komm, wir trinken jetzt einen. Erstmal einen. Ich nehme einen Krog. Haben wir überhaupt Geld? Ich glaube, der genau. kostet nichts. Gucken wir mal. Ja, mach doch. Ja, die Olle, die labert mich zu, anstatt mir meinen. Ja, nur gib her den Krog. Wie geht das? Wie kann ich den jetzt trinken? Ich glaube, den hast du jetzt im Menü, oder? Wo ist denn mein Menü? Mit Q. Nö, ich hab keinen Q. Drück doch mal hier, Q gedrückt halten. Und dann drück mal auf F wie mehr und dann müsstest du so einen Krug haben auf 3. Ja. Und den kannst du dir jetzt richtig rein. Boah, da muss man ja, ey, Tastenkombinationen hämmern hier. Oh, muss man gedrückt halten. Ich kann Krug, du blöde. Gib mir jetzt einen Krog. Also, ich hab jetzt hier schon einen drin. Ja, du hast auch schon schön gerülpst. Oh, und jetzt ist hier schwere See an Land. Schwere See, Hilfe. Bin ich irgendwie muss ich mein total oh, dumm, oh, oder was? Oh, Alter. Alter, da dreht's einen hier. Alter, Falter, ich kann mich... Warte, wir gucken mal. Wieso hab ich keinen Krug? Mit wem müssen wir reden? Oh, mit dem Goldsack. Boah, Alter, ich komm nicht zur Tür raus, ey. Ich hab einen MBT. Okay. Das war klar, dass das Spiel so anfängt. Halt die Esse fest. Und ich, da ich besoffen bin, laber ich natürlich gleich die hier draußen mal an, wenn ich sie treffe. Komm her, hau mir aus. Ich hab sie so. Oh, die hat was zu verkaufen. Brilli steht immer noch da. Ist mir alles egal. Ich will ja, die gibt mir keinen. Auf. Ich weiß nicht, warum. Naja, so wie du aussiehst, würde ich auch dir nichts geben. Komm mal, Mene, wir trinken jetzt mal rein. Das Zelt. Komm, Mene, wir ja, trinken da, rein. Ich glaube, da kipp ich um. Ist egal. Okay. Krug auffüllen. Alter, mir wird im Real Life schwindelig hier. Komm. Ja, okay. Q, F, 3. Ach so, Q gedrückt halten. F, 4. Manu, ich will auch einen trinken. Hey. Du musst den austrinken komplett. Okay, dann kannst du sagen, Krug auffüllen. Das hab ich. So, meine Achterbahnfahrt hat sich gesteigert. Ja, du stehst nicht mehr still, sag mal so. Echt? Okay. Also bewege ich mich tatsächlich auch als Figur, ja, oder? Ja. Okay. Aber die hat euch auch irgendwie zugelabert, ne? Ja. Bla. Aber die gibt mir keinen Krug. Also, ich habe jetzt den zweiten drin und ich habe richtig schwere See. Vielleicht muss ich erstmal. Habt ihr vorher mit dem hier geredet? Nein. Nee. Boah. Wenn du auf die drauf drückst mit R, dann ist der bei mir der erste Menüpunkt Krug auffüllen. So, liebe Freunde, das war der erste Teil von Rumgeschichten. So. Bei mir, ja. Aber wer ist denn der Goldsammler? Ich kann ja nicht den Krug auffüllen, wenn ich keinen Krug habe, oder? Brilli, doch, Kuh du gedrückt. Hast von Anfang an einen Krug. Du musst Q gedrückt. Oh, ich kotze. Oh. Hoppla, es war ein bisschen viel. Keinen Krug. Drück mal Q, was passiert denn da? Hab ich. Und dann F. Und dann ganz F. oben habe ich irgendwas essen, dann habe ich. Ja, genau, dann musst du aber in der Mitte steht F für mehr. Das musst du drücken, dabei aber Q gedrückt halten. Genau. Und wenn du mehr gedrückt hast, sagst mir dann das kommt doch. Haben wir doch. Hat er doch. Hat er Zwiebel erklärt, sonst hätte ich es auch nicht gefunden. Also mir ist ein bisschen schlecht. Ein bisschen ist gut. Bei mir passt einiges rein. Ich suche jetzt mal das Zelt. Boah, du hast ja alles voll, ey. Alles voll gereiert, Alter. Aber kann ich meine, kann nur Lapskaus, Lapskaus für alle. Ah, mach voll das Ding. Es war so klar, dass wir was trinken können, einfach nur. Ist das eine schöne Musik, Brilli? Ich glaube, die Zuschauer haben jetzt schon keinen Bock mehr. Die denken sich, ey, die saufen die ganze Zeit nur. Wo habt ihr die Instrumente her? Die Instrumente? Auch Q und dann F und dann hast du da ein Instrument. Keine Ahnung. Habt ihr alle Instrumente oder wie? Ja, klar. Achso. So, ich gucke jetzt mal hier nach. Die Klampe hier. Nee, warte, ich hab ein Benjo. Cool. Hier geht's in eine Höhle. In eine Höhle will ich nicht. Ich suche ein Zelt. Boah, ich bin komplett voll. Du hast noch nicht gekotzt, also. Wo ist das Zelt? Ich will ja nicht vom Berg fallen, besoffen, wie ich bin. So, okay. Wo kann man denn den Rauch ausschlafen? Hier, okay. Hier unten, jetzt bin ich aber irgendwo den Piratencode. Warte mal, der Piratenkodex. Der hängt neben der Tür, neben der die Tür. See ich hab's Zelt gefunden. Community. Oh, jetzt hab ich gekotzt. So, und jetzt erzähl das zu mir.
mit Herbert sprechen. Wo kotzt du gerade? Ich kann es dir verkaufen, Leute. Auf der Suche nach dem Glitzen. Auf uns. So. Hallo, Schnecki. Wir sollen einen Schatz suchen. Voll Instinkte gereiert. Soll ich uns mal das Abenteuer holen? Nein, jetzt warte doch mal. Besoffen den Zustand hier wegkriegen. Oh, ich bin immer noch am Reiern. So, wo ist denn jetzt überhaupt der Goldsucher? Der ist im Zelt, da bin ich gerade. Und wo ist das Zelt? Wenn du mal dich umguckst, siehst du mich. Da gibt es auch eine Leiter, die man runterklettern kann. Okay. Jetzt bist du zu weit nach da drüben. Brilli ist an der Leiter. Brilli, da ist die Leiter. Wo? Genau, da. Ach, ja, du musst über den Zaun drüber und dann ist da eine Leiter. Es ist nicht so einfach, total betrunken. Oh, genau, genau. Und jetzt nach rechts von dir aus, genau. Und da ist die Leiter. Ah, rechts, rechts, rechts. Ah! Wo denn? Guck mal in meine Richtung. Guck mal in meine Richtung. Da, da ist die Leiter. Ah, du bist da! Weiter links. Also rechts von dir aus. Ja, jetzt, ja, da. Genau, genau, ja. Ah, der fällt runter, weil ich betrunken bin. Oh, jetzt hab ich hochgeklettert. Das war schon nicht schlecht. Du bist nur wieder hochgeklettert. Oh. Jawohl, ja, echt, ey. Du müsstest die Hände abgeschwungen. Nee. Boah, ich glaube, es ist vorbei. So. Pass auf, hier ist er. Mit Tim. Genau. Oh, what? Wie geht's dir heute? Nee. Kann man eine Seefahrt kaufen. Eine Seefahrt ist lustig. Seefahrt kaufen. So, glitzerndes Gold. Ja, müssen wir jetzt... Lass mich deine Münzen fortfahren. So, du kannst eine Seefahrt im Kapitänstisch deines Schiffes vorschlagen. Okay. Herbert, welches ist denn unser Schiff? Wo bist denn du? Wer ist denn das hier? Tim. Haben wir überhaupt... Wir haben 10.000 Gold, oder was? Ist das gemeinsame Währung oder hat jeder von uns 10.000 Gold? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich denke mal, jeder ist eins, oder? Ich hab 20.000. Ich hab auch nur 10.000. Ich weiß es nicht. Aber ist doch kein Zelt. Das ist doch kein Zelt hier. Nee, du bist ja auch nicht im Zelt, du Narr. Sollen wir jetzt auf der Suche nach... Guck doch mal, da ist doch das Zelt. Glitzern im Gold machen, oder was? Hier ist doch das Zelt. Unten. Oh Gott. Ja, wir können ja nur das eine machen. More gold. Wir sind ja noch absolute Nobs. Mit Herbert, dem Sammler, sprechen. Hallo, ich würde gerne mit dir reden. Du kannst eine Seefahrt am Captainstisch deines Schiffs vorschlagen. Yes. Ja. Haben wir überhaupt schon ein Schiff? Na, das hier, was hier steht, nehme ich mal an. Gibt ja hier nur das eine. Hallo, so. Schätzchen. Okay, Glocke läuten. Also, Leute, ich habe jetzt mal eine Frage. Habt ihr unten immer noch dieses Banner drin, sprich mit dem Goldsammler im Zelt? Nein. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Wir haben ja mit dem Gold. Okay, ich kann mit dem nicht reden. Er zeigt mir das. Geh mal richtig ran und dann musst du R drücken. Chests. Er sagt immer Chests oder More Gold oder so. Chests. Ich kann mit dem nicht reden. More Gold. Also, ich habe hier einen Kartentisch. Wo ist denn die Kapitänskajüte? Hier. Mission vorschlagen. F drücken. Seefahrt. Chests. Yep. Zack. Yes. Abholmission. Ich kann mit dem reden, wenn ich hier bin. Chests. Ich komm noch mal runter. Er sagt immer nur Chests. Chests. Ja. Vielleicht können wir nur, vielleicht, weil der Brilli das jetzt gekauft hat. Nee, das kann nicht sein. Ja, aber ich meine, wenn ihr mit dem gesprochen habt, dann. Ich habe unten. Also, wenn ich an den Rand gehe und R drücke. Ja. Bei Herbert. Dann kann ich eine Seefahrt kaufen. Ich kann ich jetzt immer noch machen. Ich kann mir zwar keine leisten, aber. Chests. Oder. Nein, ich bringt mir das. R, nichts. Du musst R drücken. Ja, R wie Richard, die Taste neben E und T. Ja. Da kann ich nichts machen. Bei mir labert er nicht, wenn ich da. Was drückst du denn? Ja, R, so wie es da steht. Warte mal, du kannst hier. Okay. More Gold. Der sagt immer nur More Gold oder More Chests. Yep. Ja, und dann geht bei mir das Sprachmenü auf, wenn der Gold sagt. Nein. Dann lass uns mal aufs Schiff gehen, vielleicht können wir den Auftrag starten. Ja, ich hab's schon auf den Missionstisch gelegt. Ja, dann habe ich die ganze Zeit bloß dieses Kackding jetzt da unten oder was? Nee, du musst das schon noch machen. Nee, das geht bestimmt gleich weg dann. Nee, das glaube ich nicht, der muss das schon noch machen. Der. Ja, das geht aber nicht. Wo ist denn, wo muss man das drauflegen? Hier aufs Schiff, genau, dann einmal unter Deck und hinter die Treppe. Guck mal, hier ist so ein Tisch und da kannst du es drauflegen. Genau, und hier kann man übrigens, guck mal, hier kann man die Munitionskiste, da kann man die Munition wieder benutzen. Wenn man jetzt Munition braucht. Das geht nur auf dem Schiff. Jetzt haben wir ja zweimal die gleiche hier liegen. Ne? Das ist doch einmal meine und einmal deine, oder? Wir stimmen für eine ab. Für deine, die linke, okay? F, für Mission abstimmen. Zack, ich habe meinen Dolch reingeschmissen. Tja. Boah, Liebe. Ja, ich kann nicht. Ich bin hier wieder der Arsch. Der kann wieder nichts machen.
Aber dann, was machen wir aber denn du jetzt? Bist da unten angezeigt. Ja, aber ja, ich konnte nicht abstimmen. Also die Abstimmung war jetzt eh schon vorbei. Ja, bei drei Leuten reicht es doch, wenn zwei dafür stimmen. Ja, ich kann ja noch. Ja, aber trotzdem. Ja, irgendwas stimmt. Nee, jetzt, also ich kann jetzt auch nicht mehr abstimmen. Jetzt ist die Mission ja gestartet. Aber jetzt ist tatsächlich das Banner unten weg. Das ist doch immerhin. Vielleicht müssen es immer nur zwei machen. Um das Kreismenü zu öffnen. Drücke Leerzeichen, um Missionen anzusehen. Wähle die Karte mit. Achso, Maus aus und lass Q los, um Auswahl zu bestätigen. Halte links, um die Karte hochzuheben. Okay, nutze deinen Schiffskartentisch, um die Insel zu finden. Die Insel soll jetzt finden? Ja, F. Ja, das ist ja nur die. Wir müssen ja nur. Ja, ist ja nicht so schwer. Die ist jetzt ist ja die einzige Insel, die so aussieht. Da, Crook Solo. Oh, du zoomst nee. Dran. Du zoomst Barnacle dran. Cay. Barnacle Cay ist es. Ja, ja, Barnacle ja. Cay, hast recht. Ah, okay, ja, da fahren wir unten. Da jetzt hin, oder was? Ja. Ja, okay, dann setze ich mal die Segel, oder wie Anker lichten, oder wie funktioniert das jetzt hier? Jo. Okay, was steht hier? Guckt euch mal Anker das Wasser lichten, an, wie geil das übrigens aussieht, ne? So, die habe ich jetzt mal markiert. Ich lichte den Anker. Okay. Brilli bleibt an der Karte und Zwiebel, wie komme ich denn aus der Karte wieder raus? Ich habe ihn einfach weggelaufen, glaube ich. Oder Escape gedrückt. Ich komme nicht aus der Karte raus. Okay, Anker ist gelichtet. Segel also. Setzen. Hä? Brilli, komm ran, du hier. Ja, ich komme nicht aus dieser Karte raus. Ah, okay, jetzt. Okay, Segel sind gesetzt. Okay. Was sollen wir denn machen noch? Ja, zu der Insel. Also, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Unser Dickerchen ist am Steuer? Ich bin am Steuer und so, in welche Richtung ist die Insel? Dann mache ich das einzig Vernünftige. Wie bist du denn aus der Karte rausgekommen? Hä? Drilli? F. F? Ah ja, super, danke. Hallo. Also, ich bin jetzt. Was ist denn? In welche Richtung ist denn diese Insel? Ja, der Brilli sollte doch an der Karte bleiben, weil ich gehe zur Karte runter. Nein, die ist markiert. Ja, nie markiert. Ich habe die markiert, da sehen wir doch bestimmt hier auch. Hier eine Markierung, oder? Hier das F-Kartentisch benutzen. Du hast die Segel, das zweite Segel ist ja gar nicht gehisst. Nein, man nix ist mit, man sieht das dann. Man muss das schon, einer muss am Kartentisch bleiben. Einfach geradeaus, Zwiebel. Ja, wir haben keine Fahrt. Warum? Ja, weil ich den Anker gelegt habe noch hier. Du Nase, ey. Erstmal hier ein Segel nochmal, das zweite Segel muss ja runter. So, das ist aber logisch. So, jetzt Anker lichten. Dann jetzt musst du laufen. Ich würde das nämlich nicht aus Spaß machen. Das ist nämlich Scheiße. Jetzt muss man nämlich laufen wie so ein Depp. Da kann ich irgendwie helfen. Hilf mal. Ich kann tatsächlich helfen. Ja, ja, sicher. Man kann sich da unterstützen. Ich kann dir helfen, dann läuft man schneller. Jetzt geht's schneller. Geil, wenn man das zusammen macht, geht's schneller. Das finde ich schon mal nice. So, jetzt haben wir wieder Fahrt. So, da vorne ist die Insel bestimmt. Ich muss einfach nicht nach links, nicht nach links, nicht nach links. Ey, wo willst du hin? Meint ihr, ich kann hier auf dem Stab balancieren? Probier's doch mal. Oh, Leute! Oh! Nein! Jetzt sag nicht, du bist ins Wasser gefallen. Nein. Aber fast! Guckt euch doch mal an, wie geil das Wasser aussieht, ey. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Okay. Oh, Segel sein Schiff zum. Also ein ganz klein. Boah, es ist ein ganz schöner Seegang. Ein ganz kleines bisschen nach links musst du, glaube ich. Ja. Gehe ich dir eigentlich im Sichtfeld? Ja, oh, ja, du musst nach links. Du fährst voll gegen die. Ja, ich steuere ja schon. Steuerbord ist doch links, oder? Nein. Andersrum. Backbord. Links, sagen wir. Das Wasser sieht schon echt nice aus, muss man schon mal sagen. Ne? Alter, wie ist ein hier hoch? Oh! Muss ich mit gleich mal ein Bierchen aufmachen, damit das richtig funktioniert. Warum machst du das? Anker! Weil die Folge gleich vorbei ist. Alter, hör doch mal auf mit deinem scheiß Anker. Na, dein Anker gesetzt. In voller Fahrt, einfach mal bei voller Fahrt, kurz vor der Insel. Hätte man sich bis zur Insel noch schaffen können? Naja, machen wir in der nächsten Folge. Ein kleiner Cliffhanger hier. Wir machen jetzt nichts nächste Folge, wir fahren jetzt zu der Insel hin. Nein! Mann! Dein Anker! Leute. Das ist doch scheiße, wir sind kurz vor der Insel. Nein, wir sind nicht kurz vor der Insel. Wo ist die denn? Da ist sie. Da links. Das machen wir in der nächsten Folge. Absolut. Na dann.
Wie, Philly. Wo? Warte. Ja. Wo hat er das her? Das Fernrohr? Ja, aus Q, aus seinem Inventar halt. Und dann die 4 ist das Fernrohr. Oh, geil. Das ist sie bestimmt. Ja, das ist sie. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier auf hoher See. Unser Captain Zwiebelpeter lenkt uns dann zur Insel. Achso, ich finde, aber es sollte nicht Rumgeschichten heißen. Es sollte die zwei Dicken und der Alte. Warte, wir machen noch ein Feierabendständchen. Ah, warte, ja. Q, F und die 2. Einfach schön auf hoher See. Die haben mitten auf hoher See Anker. Das ist die 3 bedrückt nichts. Die haben keine Zeitprobleme. Jetzt kommt gleich eine Krake oder so. Ja, jetzt kommt der Krake und frisst uns. Die haben einfach gerade mal während der Fahrt den Anker gelegt, um ein Ständchen zu spielen. Genau. Gut, liebe Freunde, wir sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal hier bei den Rumgeschichten. Macht's gut. Arr. Arr. Ciao. Yo, ciao. Ciao.